Hallihallo, da bin ich wieder, Marie, eure unabhängige Sensi-Beraterin. Ich habe heute Post gekriegt. Da ist sie. Karton habe ich einmal geöffnet. Ich habe noch nicht reingeguckt, denn da ist diesmal so richtig Cooles drin. Ja, gut, mit den Angaben kann ich jetzt diesmal nicht so viel anfangen, weil ich gar nicht genau weiß, was drin ist. Viel Papier. Sehr viel Papier. Oh Gott, ist da überhaupt was drin? Das war wirklich viel Papier und ja, da ist was drin. Und zwar ein Beutel, ein leerer Beutel, also da ist nur eine Anleitung oder irgendwas drin. Hier ist einmal ein Klebchen drunter. Ein Beutel. Total spektakulär. Ein silberner Beutel. Der ist. Ja, da freue ich mich mega drauf. Und ich mache die anderen zwei Sachen mal raus. Und tu mal den Karton weg. Weil der steht nämlich dann nur um dich. Den muss ich sowieso gleich noch packen. Und ja, wir haben noch drinne, ich sag's dazu, diese Bestellung ist nur für BeraterInnen. Denn wir haben ja einmal einen Produkttrainingsleitfaden. Denn wir stellen ja bald den Katalog um. Und deswegen habe ich nämlich schon ein Vorabset bestellt für den Herbst-Winter 2024. Ich habe hier einmal die Produktlisten. Wenn ihr da mal eine möchtet, schreibt mir einfach, kann ich euch ganz einfach per Brief zuschicken. Dann haben wir die Sticker, das einzigste, den habe ich jetzt noch so bestellt. Das ist der Monatsduft für August. Ich hatte ja gar keine Giftbox diesmal bestellt. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe gesehen, was drin ist. Eigentlich auch total cool. Aber ja, ich habe es irgendwie versemmelt. Aber jetzt bestelle ich nicht nochmal. Ja, bei dem, weil in der Box ist der ja immer mit drin. Noch gar nicht, wie ich es mache. Eigentlich müsste ich dann auch gleich einen neuen bestellen. Denn ich habe ja immer einen Duft des Monats da. Okay. Habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gerochen. Hat jetzt sehr nach Plastik gerochen. Das liegt wahrscheinlich an der Verpackung. Und ja, dann die neuen Kataloge. Und ich habe schon einen gesehen. Und ich fand ihn richtig schön. Ich mache mal hier das Papier ab. Und ich kann ihn euch mal zeigen. Reingucken können wir jetzt noch nicht. Aber schaut mal, wie schön. Und hier, die ist definitiv neu. Und das ist auch neu. Und ja gut, die Blume ist jetzt nicht unbedingt neu, aber da sind ein paar neue Lampen. So grob im Überblick, hier haben wir eine neue, da haben wir eine neue, hier ist eine. Dann hier nochmal zwei und drei. Also die vorne drauf auf jeden Fall. Die sieht richtig schön aus. Die wird wahrscheinlich als erstes weg sein. Die hat man schon mal als komplett. Oh mein Gott. Und eine neue Mini-Duftlampe. Die habe ich als große Lampe. Und die ist so schön. Oh mein Gott. Die ist traumhaft. Da werde ich wohl nicht drum rumkommen, obwohl ich eigentlich keine Keramik mehr wollte.
Dann gibt es einen neuen Sensi Go, den habe ich schon gesehen, in schwarz. Einen neuen Duftventilator für den Tisch. Der ist auch sehr schön. Einen neuen Sensi Buddy. Auch den durfte ich schon mal sehen. Und Blanky Buddies, also Schnuffeltücher gibt es dann auch. Zwei Stück. Ich gehe mal stark davon aus, dass die in Deutschland dann eingeführt werden, weil es steht nur bei einem neu dabei. Oder es gab den schon mal, weiß ich nicht. Und es ändert sich auch was bei den Scent Circles. Die gibt es dann nur noch im Dreierpack. Das hatte ich auch schon mitgekriegt. Ansonsten bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, 10 neue Düfte. Und da sind nämlich also eigentlich müssten wir die Tester drin sein. Und da sind aber noch mehr neue. Ich weiß es nicht. Also es wird halt umgestellt, ne, klar. Die sind jetzt alle, für mich sind die alle neu. Die ganzen Tester. Aber nicht für alle. Wie jetzt zum Beispiel diesen hier. Der Bonfire Beach, der kommt jetzt wieder. Den gab es schon. Den gab es, der ist letzte. Im Frühling, Sommer ist er raus und er kommt jetzt wieder. Also es sind nicht alle komplett neu. Es gibt einige Düfte einfach nur, die kommen zurück. Ich dachte jetzt, es wären nur die 10, dann wären wir die 10 schnell durchgegangen. Und ja, es sind auf jeden Fall sehr schöne Düfte. Sehr schön. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ich suche die raus, vielleicht mache ich ein extra Video. Ich muss mal gucken, inwieweit ich euch da sowieso genau spoilern darf. Und ja, das war's schon. Mehr war nicht im Karton drin. Wirklich nur diese einzelne. Das war eine extra Bestellung, die ich machen musste. Direkt über den Beraterin-Store. Und ja, die Tüte, da sollen sie dann eigentlich rein. Ich mache sie aber in meinen eine Tasche und ja, das muss ich alles umsortieren und yippee-yay. Von dem habe ich schon viel gehört. Ist kein neuer Duft, den gab es schon, Christmas Cottage und der riecht wirklich traumhaft schön. Ach, ich freue mich, da darf ich erstmal durchschnüffeln und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Wer einen Katalog möchte, kann mir schreiben. Ich habe sie ja jetzt schon. Ja, dann war es das schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ihr da jetzt nicht so viel von hattet. Und naja, habt ihr mal einen kleinen Überblick. Die Produkte gehen nämlich, soweit ich weiß, erst ab dem 1.9. in den Shop. Und ich konnte, also alle Berater konnten das jetzt schon, also können das glaube ich morgen sowieso bestellen und weil ich beim ja virtuell in Orlando dabei war, konnte ich das jetzt aber eine Woche vorher schon bestellen. Also ich habe es jetzt halt schon, die anderen können es erst ab morgen bestellen. Gott sei Dank, denn gestern war ja auch Abverkauf. Oh mein Gott, wenn ihr mal richtig was erleben wollt, macht ihr mal einen Abverkauf bei Sensi mit. Total verrückt, wirklich. Total verrückt, mit Warteschleife von einer halben Stunde bis zu einer Stunde. Also da ist wirklich Durchhaltevermögen.
Und dann wirklich wie die Verrückten. Die ersten Sachen waren ganz schnell ausverkauft. Man musste super schnell sein. Ich konnte ein paar Sachen ergattern und bin auch sehr froh drüber, denn da waren wirklich hauptsächlich Produkte, die es jetzt nicht mehr gibt. Die einfach nur im Abverkauf. Das Lager muss frei werden. Die neuen Herbst-Wintersachen müssen rein, logisch. Und echt verrückt. Es war echt so verrückt. Bei vielen hat dann wohl die Zahlung nicht funktioniert und eieiei. Aber solche Mängel, wir sind dann immer in einer Gruppe und da wird das dann auch direkt angegeben und die kümmern sich dann auch ratzifatzi drum. Und ja, auf jeden Fall war's das. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffentlich mit den neuen Produkten, weil der Abverkauf, das wird ein bisschen dauern, bis das kommt. Das hat letztes Mal, glaube ich, auch fast 2 Wochen gedauert. Die haben natürlich jetzt richtig viel zu tun. War ja bis zu 70%, beziehungsweise ist es immer noch bis zu 70%. Wenn ihr nochmal gucken wollt, es sind noch einige Produkte im Shop drinne. Ich packe euch den Shop-Link wieder unten rein. Da könnt ihr ruhig mal durchgucken. Vielleicht ist was dabei, wo ihr sagt, hey, komm, für den Preis probiere ich es mal aus. Tolle Lampen für wirklich günstig Geld, richtig schöne Lampen. Ja, dann war's das. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer gerade bei euch ist, wenn ihr seht. Und dann, ja, tschüss.